Ah, jetzt. Warum? Warum denn jetzt erst? Jetzt hat der andere das fertig gebaut und jetzt macht wiederum ein anderer macht jetzt Brennholz rein. Das ist schräg. Okay, hätte andere längst machen können. Na gut. Sind noch ein bisschen dümming, unsere Bewohner, aber das ist dann eben so. Boote und Anlegestellen in deiner Stadt. So, jetzt haben wir gleich das zweite Bett fertig. Ich weiß nicht, ob wir dann schon mehr Bewohner bekommen, ob wir irgendwo hier mehr Bewohner bekommen können. Aber das finden wir noch raus. So. Gut. Das produziert. Und wir bauen ein drittes Bett, damit hier alle glücklich sind. Und dann gucken wir weiter, was wir im Holzschuppen machen. Das haben wir jetzt. Genau, dann brauchen wir eine Anlegestelle und vor allem ein Fischerboot, um endlich dann ein bisschen Futter zu holen, obwohl das noch in Ordnung aussieht. Das heißt, wir gucken, kümmern uns erst um die Tau-Elemente, dass wir hier Tau machen. Brauchen wir dann einen zweiten Holzschuppen für oder arbeiten mit demselben? Das ist jetzt eigentlich, wie viel Brennholz haben wir denn inzwischen? Nee, sollten wir eigentlich schon so weitermachen. Das sollte eigentlich immer irgendwie, Brennholz sollte produziert werden, um die Destillerie, also Wasser am Laufen zu halten. Das heißt, wir bauen hier einen weiteren Schuppen hin. Also wir brauchen mehr Mitarbeiter. Also wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Menschen. So, wir kriegen Menschen. Vermehrt euch. Los. Ihr habt ein Bett. Alles, was ihr braucht, ist da. Werkstätten. Werkstätten sind Gebäude, die einen. Warte mal kurz gucken. Ich lese gleich, Micha, was du geschrieben hast. Die einen Drifter benötigen, um zu funktionieren. Wer in Rezepten einer Werkstatt in die Warteschlange aufgenommen wurde und die nötigen Ressourcen geliefert wurden, kommt ein Drifter, um die angeforderten Gegenstände zu produzieren. Du kannst das Rezept festlegen, indem du die Werkstatt auswählst und das Werkstattfenster öffnest. Das ist selbsterklärend. So. Hier machen wir die Endlosschleife rein. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Schuppen. So, hier wollte ich jetzt nur Brennholz eigentlich drin haben. Das wäre ganz cool. Geht das? Ich möchte hier kein Brennholz drin haben. Ich möchte hier kein Brennholz drin haben. Ich möchte hier kein Brennholz drin haben. Ich möchte dafür aber hier nur Brennholz drin haben. Genau. Cool. Wahrscheinlich jetzt mit der Zeit einfach funktionieren. Bedienen Sie sich hier draußen, dann ist das gut. So, hier ist jetzt fünfmal Holz drin. Okay, warte mal. Hier sollte kein Holz drin sein, okay. Die Nahrungsmittel machen wir hier auch raus. Die Nahrungsmittel machen wir nämlich einfach mal hier rein. Wasser, Fisch und Dings, das kommt hier rein. Das finde ich ganz gut. Jetzt müssen Sie das bloß Stück für Stück dann so hinbekommen. Ja, also sobald dann neue Teile kommen, werden auch dann nur die Teile bedient. So, dann haben wir halbwegs ein System drin. Was brauchen wir jetzt? Ein Tau brauchen wir auf jeden Fall. So, und hierfür brauchen wir einen Mast. Ist das dasselbe? Nee, das ist nur der Mast. Also das ist nur der Mast. Also gut, wir brauchen dafür nur den Mast. Und Altmetall. Okay, dafür müssen wir wahrscheinlich irgendwo anders noch hin. Altmetall habe ich jetzt noch nicht gesehen. Egal, so. Ihr arbeitet alle fleißig. Dann macht ihr ruhig mal. So. Du Sklaventreiber schindest die Bewohner einfach zu sehr. Die würden sich sicher auch eher die Haie wünschen. Meinst du? Nein. Ich bin ein total netter Diktator. So. Hier. Macht da was. Da liegen doch Sachen drin. Holt das gefälligst. Ihr Luschen. Wir haben keinen Fortschritt. So, auf jeden Fall haben wir genug nasses Wasser. Das heißt, wir könnten eigentlich hier durchaus doch nochmal das machen. Das tut nicht weh. So,
Altmetall haben wir noch nichts. Das sieht schon ganz niedlich aus. Ja. So läuft man in der Zukunft. Man hüpft bloß noch. Okay. So. Dann gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall weitere Plastikteile. Wahl, hast du vielleicht Plaste für uns? Du hast doch bestimmt Plaste auf deinem Weg gefressen. Das Blöde ist jetzt, die haben halt immer was zu tun. Wie kriegen wir denn mehr Bewohner hin? Ich entferne mal die Markierung. Dass dann die bloß noch bedient wird. Ah, ich glaube, das ist zu weit weg. Deswegen brauchen wir dafür ein Boot schon. Das wird sein. Die schwimmen nicht bis dahin. Aha. I understand. Okay, dann brauchen wir ein Boot. Dann ist doch das das nächste. Anlegestelle. Bergungsboot. Okay, dafür brauchen wir erst eine Anlegestelle. Dafür brauchen wir ein Tau. Und 4 Plastikmüllteile. Okay. Das heißt, wir bauen am ehesten den Steg weiter und brauchen dafür aber schon Plastikteile. Oh, das ist jetzt in sich sehr schwierig. Wir brauchen, um etwas zu produzieren, Plastikteile und wir kommen nicht mehr weg. Das heißt, wir haben verkackt. Glaube ich. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Hier ist viel Zeug. Da kommen wir aber nicht. Bis dahin schwimmen die nicht. So, aber für das... Ja, aber die schwimmen nicht mehr. So, immer mal gucken, wie wir das am ehesten hinbekommen. Geht bestimmt irgendwie. So, hier könnt ihr eigentlich erstmal aufhören, oder? Ja, obwohl, die eigentlich nicht. Probier's mal nochmal. Deutsch schon da. Nee, noch nicht. Ah, schade. So, alle drei sollen dahin. So, wir machen hier keine Fortführung. Hier machen wir auch keine Fortführung. Und das kann so bleiben. Das heißt, wir schauen mal, ob die nochmal losschwimmen. Ansonsten wird es schon ein bisschen schwierig. Die müssten eigentlich sogar noch bis hier außen schwimmen. Hier war das irgendwo, ne? Oh Gott. Das ist ganz schön weit. Da oben ist es. Bis da müssten sie eigentlich schwimmen, aber das ist wahrscheinlich relativ gefährlich. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon das Boot. So. Bis zu den Fischis kommen wir eigentlich... Ah, doch, die schwimmen noch. Okay. Okay. Das Lager ist schon wieder voll. Weil sie andere Dinge reintun, die da nicht rein sollen. Ach, Freunde. Hier soll kein Holz rein, weißt du? Aber, na egal. So. Ihr macht fleißig weiter. Wo ist der Dritte? Schläft wahrscheinlich gerade. Nee. Wo ist der Dritte? Gestorben. Da. Alles klar. So. Jetzt haben wir 6. Wir brauchen jetzt einen Tau. Das heißt, hier ein Tau herstellen. Und zwar genau einen. So.
Dann haben wir erstmal die Anlegestellen. Dann brauchen wir das Boot. Und dafür brauchen wir 3 weitere Plasteteile. Und ich hoffe, dass hier noch genug liegt. Hier liegt 2. Na super. Okay, wir haben genau 3 Plasteteile noch. Oh, feier. Leben am Limit, Freunde. Leben am Limit. Aber so müsste es genau aufgehen. Schauen wir mal. So, wir haben dann gleich ein Tau. Genau, da ist das Tau. Das heißt, jetzt können wir eine Anlegestelle bauen. Das ist eigentlich egal, wohin, ne? Aber passt schon. Machen wir hier. So, jetzt haben wir eine Anlegestelle. Jetzt brauchen wir dafür ein Boot, was uns dann wieder weitere Ressourcen holt, und zwar von weiter weg. So, das Ziel ist nach wie vor die Insel. Gucken wir mal, aber vorher haben wir da oben ja noch eine ganze Menge Ressourcen und die brauchen wir. Das ganze Zeug, das brauchen wir. So. Dann wäre interessant, wie wir unsere Konsorten hier irgendwie vermehren lassen. Moin Croc, einen wunderschönen Abend. Wir machen aus Müll Gold. Also, hoffen wir. Irgendwann. So, was brauchen wir jetzt dafür? 7 mal Kunststoff. So, hier liegt noch 1. Okay. Wir haben genau genug, ne? Das ist noch ein Plastikteil, genau. So, wir lassen erstmal das einsammeln. Und dann verschieben wir das Ganze. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Dann haben wir genau 7. Und dann können wir das Boot bauen und können wir weitere Teile holen. Das ist echt. Soll das so knapp bemessen sein? Das ist ja genau auf. Das ist genau aufgeht. Das ist schon krass. So, unseren Parkplatz haben wir auch. Hier unser wunderschönen Parkplatz. Jetzt fühle ich mich schon wieder. Ist fast wieder Zivilisation. Ja, wir haben hier einen Parkplatz flaniert. Schon fast wieder toll. So. Menschen müssen sich auch zu Hause fühlen. Brauchen einen Parkplatz. Ey, Keule. Sammy float. Schwimm. Wir brauchen Zeug. Du Lusche. So. Ah, wir haben ja 7. Warte mal, wir haben ja 7. Ach so, ich brauch 12. Ach, verdammt! Ich hab falsch gerechnet. Okay, wir werden es nicht hinkriegen. Okay, wir brauchen mehr Plastik. How to do that? Kann man Plastik produzieren? Nee, kann man bestimmt nicht. Wir haben hier 7 drin. Wir haben auch nur insgesamt 7. Okay, du hast irgendwas. Hallo? Hallo? I am unable to salvage these items because there is no available storage space for them. Okay. Brauchen wir eh nicht mehr. Dankeschön. Wir haben genug Holz gerade für den Moment zumindest. Wir brauchen viel eher Plaste. Und das heißt, ihr müsstet schwimmen. Warum schwimmt ihr gerade nicht, Freunde? Wir brauchen dieses eine Plastikding da hinten noch. Ich mach das mal weg. Sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Dafür, dass es Early Access ist, sieht eigentlich ganz niedlich aus, ne? So, haben wir hier noch einmal Plaste. Da kommt jemand angelaufen und der schwimmt da hoffentlich hin. Wir brauchen Plaste. So. Und der andere, der da gerade nichts zu tun hat, der da rumsteht, den schicken wir hier hin. Und der soll das Plaste da holen. Macht er auch. So, jetzt haben wir 9 Plaste, fehlen noch 3. Jetzt ist die Frage, schwimmen die echt bis da? Hier ist noch ein Plaster. Das könnte noch funktionieren. Das ist Holz. Ist das näher dran als das? Ich weiß nicht. So. Das ist jetzt echt scheiße. Da ist noch was. Nee. Das ja, Mann, schlecht. Kann man das abreißen? Was kriegt man dann? Ah, 10 Plastikmüll. Alles klar. Easy peasy. Dann mach kaputt. Brauchen wir. Bauen wir gleich wieder hin, wenn es wieder funktioniert. Okay.
Problem gelöst. Der Schwimmende. Wo ist der Schwimmende von rechts? Wo sind die denn? Wo laufen die denn hin? Hallo, Keule. Abreißen. Ja, hallo. Mach was. Nicht tanzen. Hallo. I am unable to haul these items to a storage because there is no space for them. Ja, haben wir doch schon geklärt. Brauchen wir nicht. Schmeiß weg den Mist. Wir haben genug trockenes Holz. Reiß das da ab. Ja, hallo. Hörst du mich? Hörst du mich? Schön. Ja, dann schmeiß doch weg den Mist. Mach das da kaputt. Seid ihr alle dumm? Woody. Das sag mal. Dann baue ich euch jetzt ein Lager oder was? Aber dann haben wir doch wieder nicht genug. Na gut, ich baue euch jetzt ein Lager. Dann seid ihr glücklich, dann haben wir mehr Holz. Ja, seid ihr glücklich? Ja, sieht so aus. Hä? Warum schmeißt du das jetzt raus? Hä? Sag mal, bist du bekloppt? Du sollst das bauen, nicht... Woody. Echt. Mit dir habe ich Hühnchen zu rupfen, ja? Stehst die ganze Zeit rum? Du bist gar nicht Woody, ne? Du bist Sammy. Woody baut gerade. Woody macht wenigstens noch ein bisschen seinen Job. Gibt's doch gar nicht hier. Nur Lou schloppt mir zugeteilt zum Weltende. Kann man das alle aussterben hier? Wenn ihr so eine Dumpfnasen seid, ey. Mando. So, mach das jetzt kaputt, ja. Das steht schon seit einer Stunde. Ja, genau. Danke, wisst ihr, Sammy ist wenigstens am Arbeiten. Sammy ist ein Guter, ja? Und ihr steht da rum und guckt, ja? Woody und Snores. Wer heißt schon Snores? Gibt's doch gar nicht, ey. Kein Arbeitswille, die Überlebenden von heute. Ja, da will man hier gottgleich, will man über sie herrschen und man will ihnen helfen, aber nee, sie müssen schlafen, sie brauchen Wasser. Und dann bauen sie nicht mal das, was sie sollen, ja? Die Lappen. Ja, genau. Außer Woody. Nehmt euch mal ein Beispiel an Woody. Ja? Ja, ja, genau, Woody. Super. Ja? So. Woody, geiler Typ. Wir brauchen noch eins. Gibt's das denn? Woody, du Lusche. Nein, Entschuldigung, Woody ist ein guter. So, warte mal. Wir machen einen Steg weg, dann haben wir 8. Und dafür bauen wir das Boot. Und dann könnt ihr wieder losziehen. Mann. So, dann ist das nächste Ziel... Achso, man kann denen auch noch entsprechende Aufgaben zuteilen, dass nicht jeder alles macht. Das finde ich aber erst sinnvoll, wenn es mehr als 3 sind, weil solange noch erst 3 sind, können die ruhig alle alles machen. Das passt schon. So. Okay. Jetzt wird das abgebaut. Und jetzt haben wir genug. Das heißt, wir können ein Bergungsboot bauen. Zack. Und weil wir die Anlegestelle so gut gebaut haben, brauchen wir eine weitere Anlegestelle. Wir reißen ein Bett ab. Wir reißen einfach ein Bett ab, oder? Wir brauchen schon Betten. Machen wir da noch ein Bett hin oder so. Ich wusste nicht, dass man das auf beiden Seiten bebauen kann. Da ist ja fast Quatsch, einen weiteren Steg zu bauen, wenn wir da noch, also eine Anlegestelle, wenn wir da eigentlich den Platz noch hätten für Dings. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt nochmal 5 für... Also 5 Plasteteile. Sag mal, seid ihr bekloppt? Nein. Ihr habt Sammy abgebaut. Nein. Sag mal, Sammy. Was ist denn mit denen los, wa? Sammy. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Kann ich den irgendwie nehmen?
Sag mal, ihr seid doch echt bekloppt. Ihr habt den Sammy abgebaut. Ja, gut. So. Bergungsboot. Jetzt können wir nämlich das machen und können dort ganz viel Teile holen. Was? Was war dein Name? The Pickled Mac Boatface. Ja. So. Wie kriegen wir jetzt Sammy da wieder runter? Der stirbt doch da. Sammy, bau mal den Steg ab. Dann schwimmst du einfach zurück. Oder? Selbst davon. Sammy. Freund. Ich muss echt einen neuen Steg hinbauen, oder? Der ist so dumm. Ich kann doch nicht. Die haben mir nur Luschen gegeben. Nur Luschen. So. Naja, gut, jetzt holen wir mal, gucken wir, was wir mit dem Boot machen. Okay, anständig vollgeladen. Bist da jetzt drauf? 10. Okay, 10 pro Ladung. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, wir können gleich Sammy retten. Wir können den Weg da wieder hinbauen, nur um ihn wieder abzureißen. Das wird jetzt auch wieder total clever. Dann würde ich sagen, machen wir das hier noch weg. Und bauen dann dort als nächstes den Dingens hin. Anlegestelle für den Fischerblub. So. Aha. Was machst du da? Aha. Noch wieder bist auch eine Lusche, ja? Hallo? Da musst du hin. Ihr alle dumm. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Warte mal. Hä? Wo ist er jetzt hin? Hä? Arbeiten kann er? Was? Hä? Sag mal. Was ist denn? Sie schützt ja nicht mit euch. Und warum schwimmst du nicht zurück? Da musst du hin. Oh, ihr seid doch alle. Ich verliere hier. Das ist ja. Also. Boah. Leute. Ja? Liebes Spiel. Kannst du mir vielleicht fähige Lakaien geben, die auch die Aufgaben erfüllen, die sie so verwandeln? Wir brauchen einen Tau. Oh, ich war doof. Das Falsche gebaut. Ich habe mich anstecken lassen von dem Idiotentum, der hier rumläuft. Verdammt! Ich hatte ja schon den Tau hier umgestellt. Egal. So, warte mal. Wir brauchen... dreimal. Das ist doch jetzt echt nicht wahr, oder? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Hä? Warum schwimmst du nicht zurück, Mädchen? Da musst du hin. Das ist ein Bug. Offensichtlich. Oh Mann. Ja. Schön. Ich komme jetzt nicht von der Stelle. Ich kann hier noch ein Bett hinbauen. Damit alle ein Bett haben. Aber ich habe ja gerade nur 2 Bewohner. Die andere ist ja auf dem Wasser. Ich brauche keine 2 Betten. Ich kann keine 3 Betten. Wo ist der dritte? So, da kommt der dritte. So, du holst jetzt einfach hier diese restlichen Holzblub. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich muss den Steg weiterbauen. Was natürlich wieder nicht reicht. So, 8. Zack. Dann muss ich das abreißen. Dann muss ich das woanders neu hinsetzen. Und hoffe, dass das dann funktioniert. Dass er das nicht selbst steuern kann. Jo. Ja. Snors. Flounder von der Meer. Ja. Du Flunder. Hast du jetzt davon. Verwirrend.
Gut, da zum Beispiel muss man halt wieder sagen, es ist Early Access. Das ist immer so ein bisschen eine Ausrede von Entwicklern aktuell. Aber ich denke mir, dass so ein Element gehört dazu, wenn das Schiff nicht wieder anlegen kann. Denn offensichtlich hat es ja funktioniert, da hinzubauen. Da muss es auch losschwimmen können, also wieder anlegen können. Ne? Wenn es losschwimmen kann, muss es auch wieder anlegen können. Sonst hätten wir gleich beim Bauen sagen müssen, dass das so nicht geht. So, ich hoffe, dass ich, wenn ich das jetzt umbaue, also den Steg ein bisschen weiter rüberziehe und dann den ganzen... So, theoretisch müsstest du das jetzt abbauen? Sammy? Abbauen. Will nicht. Wo ist der dritte? Da. Hä? Das verstehe ich nicht. Da ist eine Aufgabe und alle beide stehen rum. Jetzt läuft einer los. Nee, der will was trinken. Der will nicht arbeiten. Das ist doch schon wieder bekloppt. Es gibt nicht genügend Häuser. Ja, nee, wir haben bloß zwei. Die andere ist auf dem Wasser. Schmeiß es ins Wasser. Ich hol mir das. Ich lass den da hinschwimmen. Das muss doch Mittel und Wege geben. Das ist doch... Also sie machen es nicht kaputt. Wahrscheinlich, weil schon ein Boot da ist. So, das heißt, es ist in sich. Sie stirbt jetzt. Kannst du sie nochmal schicken? Nee. Ich habe keine Kontrolle. So, ich kann... Das entfernen? Was war jetzt? Okay. Jetzt ist alles auf einmal kaputt gegangen, warte mal. Was war denn das jetzt? Da hat direkt die Szene gewechselt und alles. Das war jetzt schräg. Hat gerade flotsam meinen Computer gerade einmal geschrotet. So, mal da oben müssen wir hin. Was war denn das jetzt? So. Jetzt ist das wieder... Okay, jetzt... Aber das Boot ist da. Okay, ich hoffe, dass es klappt. Also jetzt bauen sie offensichtlich gerade den Anlegesteg ab. Und den würde ich jetzt weiter rüberschieben. Also so weit rüber, wie es eben geht. Und hoffe, dass das funktioniert. Und warum ist das immer noch da? Das ist doch alles... Nicht wahr? Ah, Leute, ich kann ja gar nicht bauen. Ich habe ja gar nicht genug Plastik jetzt. Baut doch weiter ab. Worauf wartet ihr denn jetzt? Oder sind die Lager voll? Nee. Sag mal, was ist denn mit euch? Ihr baut das nicht fertig ab und jetzt baut ihr das auch nicht fertig ab? Ihr mögt jetzt also unfertige Dinge, ja? Alle drei stehen rum. Machen sie. Hä? Nach dem Holzschwimmen machen sie, aber sie bauen den Steg nicht ab. Und sie bauen auch nicht die Anlegestelle ab. Und das ist aber gerade die einzige Möglichkeit, die ich habe, um... Das ist doch bekloppt. Ich kann doch jetzt nicht alles abreißen, nur um das versuchen, ob es vielleicht funktioniert. Obwohl, den Holzschuppen kann ich tatsächlich abreißen. Den brauche ich ja nicht, habe ich ja einen. Das war ja ein Fehlbau. Das war ja, das habe ich mir anstecken lassen von der Dummheit meiner Menschen. Lass es bestimmt auch einfach unfertig abgebaut stehen. Sodass ich ja keine Teile kriege.